Hallo liebe Chili-Freunde und herzlich willkommen zum heutigen Video, in dem wir die hungrige Bonshi füttern und einen Blick in die Wurmkiste werfen bzw. diese um eine zweite Etage erweitern. Und als kleine Randnotiz, das hier ist das allererste Video, das ich versuche in DaVinci Resolve zu schneiden. Trotz Tutorial eine ganz schöne Qual, aber ich hoffe, dass ich damit in Zukunft noch besseren Content für euch produzieren kann. Und damit zum eigentlichen Video. Meine Bonshi, der Scotch Bonnet, hat inzwischen richtig viele und vor allem auch reife Früchte. Das einzige Problem ist, dass sie sich damit ein klein wenig übernommen hat, glaube ich. Also es sind halt für eine Pflanze in einem 3-Liter-Topf schon ziemlich viele Früchte und halt auch eine ziemlich massive Pflanze, die hier am Leben gehalten werden muss. Und ich habe die per Top-Feeding ja gefüttert mit Chicken Shit von Plantboom bzw. Promax plus ein bisschen von meinem eigenen Wurmkompost und habe den Eindruck, das reicht der aktuell einfach nicht mehr. Das heißt, ich werde die jetzt ein bisschen zufüttern, denn hier die Blätter sind inzwischen doch arg gelb. Viele werden auch abgeworfen. War bestimmt auch ein bisschen Lichtthema. Die war sehr nah an der Lampe in meinem unteren Regal, hatte bis zu 50.000 Lux. Das war auch nicht so gut, deswegen steht die jetzt neben meinen Challenge-Pflanzen. Aber auf jeden Fall will ich ihr auch ein bisschen mehr Futter zukommen lassen. Und da ich das nicht rein über die Wurzeln machen möchte, werde ich sie auch sprühen. Und da habe ich ja jetzt gerade von Let's Grow genau das Richtige auch für die Chili-Challenge geschenkt bekommen, nämlich hier diesen lebenden Dünger. Den kann man sowohl gießen als auch sprühen. Und ich habe ja auch hier dieses Bio-Haftmittel, Liposam. Das hatte ich ja schon für die Challenge-Pflanze mit der Gibberellinsäure verwendet. Und hier habe ich mir jetzt einen halben Liter lauwarmes Wasser schon mal in die Sprühflasche gefüllt. Das heißt, wir gucken jetzt mal, wie die Dosierungen sind. Hier sind wir bei 35 Milliliter auf 10 Liter Wasser, also 3,5 Milliliter auf 1 Liter Wasser, beziehungsweise dann auf meinen halben Liter 1,75 Milliliter. Und hier sind wir bei 5 bis 10 Milliliter auf 10 Liter. Ich gehe jetzt mal ans obere Ende. Wären 1 Milliliter pro Liter, also einen halben Milliliter. Was mich hier aber echt verwirrt, ist die Anwendungsempfehlung. Und vielleicht seid ihr da schlauer als ich. Aber hier steht unter anderem, bei Verwendung mit Düngemitteln oder anderen Mitteln wird zuletzt eine Lösung mit Liposam hinzugefügt. Okay, soweit so klar. Erst danach können Biopräparate zugesetzt werden. Ja, und nu? Ist das jetzt ein Düngemittel oder ein Biopräparat? Gebe ich erst das dazu oder erst das? Also ich bin mit dieser Anleitung komplett verwirrt. Der erste Teil der Anleitung ist für mich auch nicht so viel hilfreicher gewesen, um ehrlich zu sein. Aber ich mache es jetzt einfach mal so. Ich glaube, ich gebe den Dünger zuerst rein. Es hieß ja Düngemittel, zuerst dann Liposam. Ah nee, das kann ich nicht so gut. Ich mache es tatsächlich jetzt andersrum, weil ich hier mit dem klaren Wasser das noch auffüllen muss. Denn man soll zuerst eine 1:1 Lösung erzeugen, was natürlich bei meinen Mengen ziemlich utopisch ist. Ich nehme jetzt mir hier einen halben Milliliter Liposam. So, wenn ich da jetzt einen halben Milliliter versuchen würde, Wasser drauf zu bringen, ja, das war schon mal knapp das Zehnfache, müsste ich dann mit der Spritze auch abwiegen oder abmessen. Ich versuche das jetzt einfach mal so. Dann soll man eine homogene Lösung erzeugen und dann langsam das gesamte restliche Wasser dazugeben, unterrühren. Ja, ich mache das genau andersrum, weil ich habe halt hier das große und da das kleine Gefäß. Und in dem großen kann ich nicht gut rühren. Deswegen mache ich es jetzt so. Ich erzeuge mir hier mal eine erste, zumindest grobe, homogene Mischung. Und die kippe ich dann jetzt einfach in die Düngerflasche. Und ich bin mir ehrlich gesagt sicher, da ich das Ganze am Ende wirklich kräftig durchschüttel, dass das eh alles Makulatur ist und sich so oder so lösen wird. So, das heißt, wir haben jetzt hier, ja, damit auch nichts verkommt, machen wir es noch einmal so. Hier haben wir jetzt also unsere Liposamlösung. Und um auch wirklich der Anleitung zu entsprechen, ups, weg ist er, und eine homogene, hatte ich schon erwähnt, wie geschickt ich bin, eine homogene Lösung zu erzeugen, schütteln wir es jetzt
zunächst nochmal. In erster Linie erzeuge ich damit zusätzliche Sauerei, aber gut, sei es drum. Und jetzt muss ich natürlich den Deckel wieder abnehmen und das ganze Geschmiere hier irgendwo hinlegen. Das schäumt richtig schön, hat ein bisschen was von Seife, wenn man es aufschüttelt. So, und jetzt 1,75 Milliliter von dem lebendigen Dünger. Da habe ich auch eine passende, ungefähr passende Spritze für. Ja, dürfte hinkommen, ne? Ah, das Zeug riecht geil. Ich muss echt sagen, das riecht so ein bisschen wie Karamellbonbons oder so. Also, der Geruch ist auf jeden Fall, riecht das Liposamen auch gut. Ja, das riecht eher nach ein bisschen Gummireifen oder so. Nicht schlecht, aber auch nicht spektakulär. Aber diesen lebenden Dünger, den hatte ich neulich schon mal angerührt. Bin echt begeistert, wenn die offene Flasche hier steht. Das macht richtig Lust auf so, ja, Karamelltoffis oder so. Auch von der Farbe, also wenn ihr mal schaut. Hat so eine schöne hellbraune Färbung. Hm. So, aber auch ein klein bisschen sauer. Also ist irgendwie so Werthers Echte mit Essig. Das hier mache ich mal zu, bevor ich hier das nächste umschmeiße. Ich kenne mich ja. So. Und damit würde ich die Pflanze jetzt mal sprühen. Natürlich bringe ich vorher die Gelbtafeln und hier meine Raubmilben in Sicherheit. Das kommt alles ab und dann sprühe ich die einfach mal in der Dusche ein. Herzlich willkommen in der Chili-Welten-Dusche, wo die Beleuchtung doch ein bisschen anspruchsvoller ist, weil wir die große Lampe hier nicht reinbekommen. Aber es soll ja alles schön für euch aussehen, also geben wir uns hier gerade größte Mühe, irgendwie für Licht zu sorgen, damit ihr seht, was ich da mache. Von daher würde ich sagen, ich fange jetzt mal an zu sprühen. Im ersten Schritt besprühe ich die Blätter mal großzügig von oben. Ach, ist das schön, wenn Sommer ist und man sowas draußen machen kann. So, und als nächstes natürlich auch von unten. Dann drehen wir einmal. Na, das riecht auch gesprüht gut. Da habe ich schon ganz andere Biosubstanzen in der Dusche hier versprüht, nach denen war das Bad kaum noch zu betreten. Aber das hier ist wirklich angenehm. So, ich denke, so passt das. Und was ich jetzt als nächstes mache, ist, dass ich leider eine Lampe jetzt mal weglegen muss. Denn ich habe gesehen, das Liposam eignet sich auch zum Wurzelbad. Das heißt, ich gehe stark davon aus, dass man es auch gießen kann. Ich hatte bei Let's Grow auch nachgefragt, aber leider noch keine Antwort erhalten. Aber natürlich ist nach der Sprühbehandlung jetzt noch, ihr seht das, deutlich mehr als die Hälfte übrig. Das heißt, davon, der Topf ist relativ nass, deswegen gieße ich da jetzt auch nicht alles rein, aber zumindest mal einen ersten Schwung von dem Dünger gebe ich jetzt rein. Den Rest stelle ich mir zur Seite in einen kleinen Becher und gieße den dann morgen oder übermorgen nochmal. Ja, dann schauen wir mal, ob das hilft und die Pflanze wieder ein bisschen Farbe bekommt. Die Wurmkiste ist jetzt 2 Monate in etwa im Einsatz. Wir haben sie Anfang Dezember das erste Mal in Betrieb genommen. Und jetzt ist es Zeit, eine zweite Ebene oder die zweite Ebene einzurichten. Dazu habe ich zunächst mal hier ein bisschen dünnes Papppapier oder Packpapier an den Boden gemacht, damit das sogenannte Bedding, also dieses Basissubstrat für die Würmer, das ich reinmache, nicht direkt nach unten durchrieselt. Und als Kohlenstoffquelle für den Anfang habe ich hier etwas, wo ich gerade sehe, dass ich das in Teilen gar nicht verwenden kann, weil hier Plastik ist. Das heißt, ich muss mir hier noch die Stücke abreißen, wo das nicht der Fall ist. Habe ich hier so vorgeschredderten Karton genommen. Und der ist natürlich schön, weil der so viele offene Kanten hat, dass er sich dann auch relativ schnell, denke ich, zersetzen wird. Und zum anderen bindet er eben auch Feuchtigkeit und stellt den
Würmern eine Kohlenstoffquelle zur Verfügung. Man sollte den Würmern ja immer Kohlenstoff und Stickstoff anbieten. Das meiste an frischen Lebensmittelresten, Obst, Gemüse enthält überwiegend Stickstoff und alles, was so ein bisschen faseriger ist, enthält überwiegend Kohlenstoff. Dazu trägt auch das hier bei, was ich hier vorbereitet habe. Das ist ganz überwiegend einfach Kokos. Ich habe das Kokos von Biobis genommen, weil ich da weiß, das ist nicht irgendwie versalzen oder so. Das heißt, das habe ich nass gemacht, hatte das mit einer Schaufel, Kompost von Floragat, den Hochbeetkompost gemischt, um direkt auch ein bisschen Bakterien drin zu haben, die den Würmern dann helfen, das Ganze, was wir da reingeben, zu verstoffwechseln. Das mache ich jetzt erstmal hier rein, halbwegs mittig, also ich breite das jetzt nicht vollflächig aus. Ich mache das wie auch bei der ersten Inbetriebnahme, so dass ich das so ein bisschen in der Mitte halte. So, das ist ein bisschen feuchter geworden, als ich es eigentlich wollte. Ist aber nicht so schlimm. Ich habe ja gleich noch eine Hanfmatte, die da oben drauf kommt. Normalerweise würde ich die Hanfmatte noch anfeuchten. Das mache ich dann aber jetzt im ersten Schritt mal nicht. Sondern lege die erstmal nur trocken drauf. Da müssen die Würmer ja nicht reingehen. Sondern das ist einfach ein bisschen Abdeckung, um auch ein gleichmäßig feuchtes Klima darunter zu schaffen. Das ist die hier. Und die lege ich dann einfach erstmal trocken drauf und feuchte die dann später nach, je nachdem, wie das nötig wird. So, das stelle ich mir jetzt hier zur Seite, weil hier rein muss ich ja jetzt quasi was umziehen. Und zwar sowohl die noch unverarbeiteten Lebensmittelreste, die ich hier in der Kiste habe, als auch zumindest mal eine Handvoll Würmer. Und ich würde sagen, wir machen das jetzt auf. Ich habe es extra vorab nicht geöffnet, damit die Würmer noch nicht vom Licht gestört sind und sich direkt verkriechen. Deswegen mache ich das jetzt mal mit euch zusammen auf und hoffe, man sieht dann auch ein bisschen was. Ja, viel Würmer an der Oberfläche haben wir nicht. Dafür hier den einen oder anderen wie immer unterm Deckel. Und das zeigt ganz schön, die können tatsächlich auch Wände hochgehen. Die können unter der Decke haften und sich bewegen. Das heißt, die werden auch wenig Probleme haben, später aus dieser Box dann durch die Löcher in diese hier zu kommen. Und umgekehrt, hier sehen wir einen ganz kleinen jungen Wurm. Und da noch einen größeren. So, dann haben wir die schon mal hoffentlich alle drin, dass mir hier nichts flüchtet. Apropos Flüchten, das war am Anfang so ein bisschen ein Problem, das wir hatten, dass doch relativ viele Würmer geflüchtet sind. Und was die Alex dann gemacht hat, die hat mal in Foren geguckt über Wurmfarmen, was man da tun kann. Hier sieht man, so einiges sproutet auch. Wir haben da auch Reste von Microgreens reingetan und so, die immer noch austreiben. Die Alex hat da ein sogenanntes Bleib-hier-Elixier gefunden. Und ich fand, das klang total schön und ich habe gedacht, das ist bestimmt irgendwas Cooles mit ätherischen Ölen oder so, was dann dafür sorgt, dass die Würmer sich wohler fühlen und nicht flüchten. Ja, von wegen. Gefängnisextrakt hätte ich es eher genannt. Und zwar ist das einfach Essig und mit ganz viel Salz drin und damit streicht man dann die Ränder hier ab. Und da wollen die Würmer verständlicherweise nicht drüber kriechen. Und dann sind die quasi hier drin sozusagen gefangen. Also bleib hier, Elixier ist da ein netter Euphemismus für, ich ziehe eine chemische Barriere. Ich habe hier heute Morgen gerade den frischen Kaffee von gestern reingetan, den packe ich direkt um, den hatte ich hier nur zwischengelagert. Auch diese beiden nehme ich schon mal hier runter, die sind noch nicht besonders weit und da kommen dann auch schon, wie man hier sieht, Würmer zum Vorschein. Wir hatten mal Laub gesammelt bei uns im Wald. Ein bisschen Laub und Totholz. Das zeige ich euch hier mal, wie das aussah. Nur wenige Tage nach der Inbetriebnahme haben wir auf einem Spaziergang ein Waldstück mit ganz viel Totholz, Pilzen und Laub gefunden und haben uns gedacht, das ist doch eine super Grundlage für ein bisschen lokales Bodenleben in der Kiste. Nein, die sind nicht lecker. Wenn du gleich heil bist.
Hier ist auch so ein schönes Stück Totholz. Und da war einfach die Idee, ein bisschen lokales Bodenleben reinzubringen, ein bisschen Huminsäure reinzubringen. Und wir hatten anfangs arge Bedenken, ob das eine gute Idee war, weil danach war erstmal ziemliches Chaos in der Kiste. Ihr seht auch unter anderem hier diese kleinen weißen Punkte, das sind Milben. Die treten vermehrt auf, wenn es ein Ticken zu feucht, ein bisschen zu sauer ist. Inzwischen deutlich zurückgegangen. Wir haben es seitdem trockener gehalten, beziehungsweise haben mehr hier alte Klopapierrollen und andere Pappe reingegeben. Hier sieht man gerade ganz schön ein Wurmei. Das packe ich auch mal direkt hier rüber. Haben also einiges dann getan, um zu versuchen, dass es A, ein bisschen weniger feucht wird da drin. Und ich habe es mit Urgesteinsmehl und Gartenkalk abgestreut, beziehungsweise vermischt, um ein bisschen den pH-Wert anzuheben. Und seitdem sind das, hier sieht man es ganz schön nochmal. Also auf manchen Sachen findet man die in ziemlich großer Anzahl, wie auch eben hier auf diesem, ich vermute, es ist ein alter Teebeutel, sieht ein bisschen so aus. Also Teebeutel füttern wir auch ganz viel. Und die sind nicht schlimm, die fressen zum Beispiel auch Würmer, wenn die sterben. Also wenn man die auf Würmern sieht, das ist nicht so, dass die agile, fitte Würmer angreifen, sondern die zersetzen eben auch tierisches Material oder Eiweiß und sind unter dem Aspekt eigentlich sogar ganz hilfreich. Was ich jetzt hier eben mache, ist, dass ich, wie gesagt, das alte Futter, was noch nicht gut zersetzt ist, zumindest mal die Sachen, wo ich denke, die brauchen noch relativ lange, dass ich das schon mal hier rüberziehe. Ich will ja auch, dass die Würmer eben in der oberen Kiste jetzt primär Nahrung finden und dann dahin umziehen. Was wir viel hatten in letzter Zeit, waren so kleine Babybananen. Und ja, die Schalen davon sind auch sehr beliebt, dauern aber ein ganzes Weilchen, bis sie sich zersetzen. So, unterm Strich, wenn ich jetzt so einiges rausgeholt habe, stelle ich fest, die ist noch gar nicht so wahnsinnig voll. Das heißt, ich werde jetzt hier auch dann noch ein bisschen Sachen reinmachen, wo ich denke, dass die ziemlich schnell verrotten und dann die langsameren Sachen eher oben rein. Das heißt, ich werde jetzt beide Etagen noch ein bisschen weiter füttern. Was ich jetzt auch noch mal mache, ist, ich zeige euch, wie es hier drunter aussieht. Da fallen mir schon die ersten Würmer entgegen. Und ja, hier, das ist immer die Ebene, wo ich quasi den Kompost raussammle, den ich für meine Pflanzen verwende. Das kratze ich einfach hier runter. Aber da gehen auch immer relativ viele Würmer hin. Die hauen ab. Aber das ist schwer zu vermeiden. Hier so einen Klumpen hatte ich gehofft zu finden. Da haben wir einen. Die kommen dann natürlich hier auch erstmal in die neue Etage. Ups. Aber also wahnsinnig viel Mühe brauche ich mir hier jetzt gar nicht geben, weil in einer Stunde sind hier wieder etliche Würmer. Aber ich zeige euch auch mal, wie das dann hier drunter aussieht. Und da haben wir was gemacht, was jetzt ich so noch nirgendwo gesehen habe. Aber hier drunter ist ja eigentlich die Auffangschale für das, was landläufig oft als Wurmtee bezeichnet wird. Eigentlich ist es ja Abtropfwasser. Wurmtee ist ja eigentlich eher das, wo man wirklich dann den Wurmkompost unter Belüftung in Wasser für 24 Stunden mit irgendeiner Zuckerquelle nochmal anreichert, beziehungsweise darin Bakterien vermehrt. Und das Ergebnis ist dann der sogenannte Wurmtee, den man dann auch auf Pflanzen spritzt oder damit gießt. Das, was hier unten austritt, habe ich jetzt öfter gehört und gelesen, dass das eigentlich eine Folge ist, wenn die Kiste zu feucht ist. Das heißt, eigentlich soll hier unten sich gar nicht großartig Feuchtigkeit sammeln. Wir haben aber festgestellt, selbst wenn sich da nur ein bisschen Feuchtigkeit sammelt, dann ersaufen hier in dem Bereich im großen Stil die Würmer. Und das fängt dann wirklich an zu stinken. Und was wir jetzt gemacht haben, um das zu verhindern, hier läuft ein kleiner Käfer. Das war so ein bisschen das Problem mit dem Laub, was wir gesammelt haben. Da kamen dann auch Käfer und Schnecken und alles Mögliche mit rein. Mittlerweile haben wir die meisten davon wieder draußen. Aber wir haben hier jetzt einfach ein bisschen Pappe reingefüllt und seitdem stinkt diese Ebene auch nicht mehr, weil eben nicht mehr die Würmer hier in dem Wasser absaufen und dann anfangen zu verwesen.
Und stattdessen können die halt hier jetzt sich drin bewegen, finden da ein bisschen Pappe, wie man sieht, laufen da dann auch einige Stoffwechselprozesse bei den Würmern. Aber dann können die auch wieder zurück nach oben, wenn sie hier unten keine stickstoffhaltigen Futterquellen finden. Und so funktioniert das bisher ganz gut. Und was ich dann halt gelegentlich machen würde, ist, dass ich hier einfach, na, da sind wieder einige, die Pappe zusammenkratze und dann mit den Würmern in eine andere Ebene verfrachte und dann wieder mit Pappe ein bisschen auffülle. Man sieht es aber, hier sind durchaus noch trockene Pappstücke. Also wir versuchen eigentlich, die Wurmkiste eher nicht zu nass werden zu lassen, dass hier auch möglichst wenig Feuchtigkeit nach unten kommt, um halt dieses Grundproblem insgesamt zu vermeiden. Wie gesagt, ich bin da jetzt selber kein Experte. Wir haben die Kiste erst seit 2 Monaten. Aber ich habe von vielen Leuten das halt gehört, die das schon lange machen und sagen, also eigentlich da unten Wasser zu sammeln, wenn das passiert, dann läuft was suboptimal. Und daher versuchen wir es entsprechend zu vermeiden. Gut, dann haben wir das jetzt soweit einmal durchgeschaut. Hier werde ich später auch noch mal ein bisschen was mir wegnehmen für die Pflanzen. Aber ich habe jetzt gerade kein Behältnis parat. Das heißt, das hier kommt jetzt hier wieder drauf. Diese Ebene kommt wieder rein. Und dann fehlt nur noch die Matte zum Abdecken. Wie gesagt, normalerweise wird man die ein bisschen feucht machen. Aber ich habe die Erde ein bisschen zu feucht gemacht. Deswegen lasse ich es mal die ersten Tage jetzt so. Mal schauen, ob wir hier die Ebene jetzt auch noch mit Bleib hier Elixier abstreichen müssen, um zu verhindern, dass Würmer flüchten. Wobei wir in letzter Zeit, also es ist jetzt lange her, dass wir es gemacht haben, ich glaube, da ist nicht mehr viel übrig. Im Moment flüchten überhaupt keine Würmer. Also so wie es jetzt war, scheint es echt gut zu sein und die scheinen sich gerade wohl zu fühlen. Wir hatten schon ganz andere Phasen, wo wir ja am Tag 10 Würmer im Wohnzimmer in der Küche liegen hatten, die dann trocken waren. Aber im Moment schaut das ganz gut aus und ich denke, wenn sie noch eine zusätzliche Etage haben und noch mehr Auswahl, wo sie hingehen können, dann sinkt auch das Fluchtrisiko noch weiter. Ja, und so sieht das Ganze jetzt mit 2 Etagen aus. Ich glaube, wir müssen das Ding jetzt noch mal ein bisschen putzen, aber ansonsten ist das so wieder ganz vorzeigbar. So, einmal mit dem Lappen drüber gegangen und schon sieht die Kiste wieder ganz vorzeigbar aus. Alles in allem muss ich sagen, nach jetzt knapp 2 Monaten sind wir durchaus zufrieden. Es ist eine gewisse Lernkurve. Man muss ein bisschen schauen, was man machen kann und was eher nicht so gut funktioniert. Aber was auf jeden Fall ein großer Vorteil ist, ist eben die Tatsache, dass man dann einerseits seinen Küchenabfall gut verwenden kann und andererseits immer frischen Wurmkompost hat, um eben das Bodenleben in seinen Töpfen ein bisschen zu aktivieren und auch die Pflanzen ganz leicht zu düngen.